In den 70er Jahren gehörten sie zu den Top-Acts im Hard Rock. Nazareth hatte Hits wie Love Hurts und Dream On. Mehr als 20 Jahre später sind die Altrocker aus Schottland immer noch im Geschäft. Sie sind bei weitem nicht so bekannt wie die Rolling Stones, doch fast genauso lange im Geschäft, Nazareth. Gegründet wurde die Band 1969 im schottischen Dunfermline in der Nähe Edinburghs und mit Hits wie This Flight Tonight, Shanghai Ding Shanghai und besonders Love Hurts eroberten die Schotten in den 70er Jahren die internationalen Hitparaden. Eigentlich hat sich nicht viel geändert, höchstens das Aussehen. Früher hatte ich lange schwarze Haare, heute habe ich kurze graue. Damals war ich dünn, das bin ich heute nicht mehr. Doch die Motivation und die Art, wie wir fühlen, ist dieselbe geblieben. Es ist dein Aussehen, was sich ändert, und deine Popularität. Mal bist du nicht mehr angesagt und im nächsten Augenblick bist du wieder zurück. Als Nazareth Anfang der 70er Jahre die Bühne der Rockszene betraten, galten sie aufgrund ihrer Musik und ihres Aussehens als Rebellen und Bad Boys. Ein Jahrzehnt lang feierten die Straßenrocker große Erfolge, aber spätestens Mitte der 80er Jahre waren Nazareth wieder von der Bildfläche verschwunden. Doch Sänger Dan McCafferty erinnert sich immer wieder gerne an die glorreichen Zeiten. Damals dachten wir, wir hätten auf alle Fragen die Antworten. Natürlich denkt man das mit 19. Heute bin ich da nicht mehr so sicher. Man war der Meinung, die einzige weise Person auf der Welt zu sein. Außerdem wurde damals alles akzeptiert. Wir hatten Glück, in der damaligen Zeit aufzuwachsen. Seit nahezu 30 Jahren zelebrieren die Schotten nun ihren traditionellen Heavy Rock. Die Stimme von Frontman McCafferty hat zwar hörbar gelitten, aber die Fans lieben ihn immer noch, gerade bei den alten großen Nazareth-Hits wie Dream On. Zurzeit befinden sich die Schotten wieder auf großer Europatour. Und wie sieht der 52-jährige McCafferty seine Zukunft und die von Nazareth? Wir wollen weiterhin Schallplatten machen. Wir möchten, dass unsere Alben in die Hitparaden einsteigen und dass immer mehr Leute unsere Musik hören. Album, Tour, Album, Tour, Album, Tour. Das ist unser Leben. Das ist ja ruhig. Bei den Fans ist Nazareth immer noch voll angesagt. Die derzeitige Tour ist komplett ausverkauft.